Sotjokata. Au. Warum gehen wir nicht hin und metzeln das da drüben einfach nieder? Könnte das mal, danke, nachlasten. So, was ist noch da drin? Nichts mehr, okay. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ja. Und Echsenmenschen. Ihr zeigt, wo immer Minsk auch hingeht, man böse Grenzenseite. Ah! Für die Gefallenen. Das war jetzt eher nicht der Rede wert, muss ich sagen. Aber es gibt Erfahrungspunkte und es gibt Zeug. Vor allem Zeug, was wir identifizieren und verkaufen können. Ein Lineator plus 1, das war einfach zu erkennen. Genauso wie die Wurfpfeile. Und das sind wieder beißende Bolzen, oder? Ach, Gewitterbolzen. Ja. Keine große Herausforderung. Also ja, so sind wir die beiden Sachen mal durchgegangen. Kannst du uns sagen, wie deine Runen funktionieren? Das Herz eines Dämonen finden. Ihr müsst. Erzählt mir mehr davon. Ja, ja, und da ist das ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, stark genug ist, das Ding mit Energie zu versorgen. Was haben wir denn so an neuen Informationen jetzt? Es sieht so aus, als hätte ich erfolgreich einen Golem zusammengebaut, der aber sofort wegrannt, um einen Betrachter in der Nähe zu bekämpfen. Ich habe Lavok gefunden und besiegt und dabei herausgefunden, dass seine böse Macht im Besitz seines Körpers war. Als er starb, war er wieder er selbst und bedrohte offenbar seine Reue für seine böse Vergangenheit. Er wünscht sich nichts mehr, als unter dem freien Himmel vom Ferun zu sterben. Er sagte, dass die Sphäre durch Schutzmaßnahmen von selbst auf eine andere Ebene reist, sobald sie betreten wird. Um wieder nach Hause zu kommen, muss ich die Sphäre verlassen, das Herz eines Dämonen finden und es dann im großen Golem einsetzen, der die Sphäre antreibt. Während ich mich auf die Suche mache, wird Lavok die Maschine so einstellen, dass ich wieder nach Ferun zurückkehrt. Es gibt keinen anderen Weg heim. Keine große Herausforderung. Gut, das heißt, mit den Runen muss ich wohl ein bisschen rumspielen. Ich warte. Gut. Gibt's da noch was Interessantes? Die Natur könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Ja. Nee, das ist nur Standardzeug gewesen, okay. Die Dienerin der aber gerne.
So ist halt wirklich die Frage. Ja. Fragt nur. Was immer ihr wünscht. Ja, das ist wirklich so eine Art von Rätsel. Das war falsch. Wenn ihr es wollt. Okay. Zum Energiekern. Ich warte. Ja, natürlich. Ihr müsst... Wenn es das ist, was ihr wollt. Ich bin einer der wenigen Auserwählten. Na, habt ihr wirklich geglaubt, den verhüllten Magier verraten zu können und dann noch so lange zu leben, dass ihr es immer herumposaunen könnt? Ihr habt den Weg geebnet und wir konnten euch mit Leichtigkeit durch die Tür folgen, die ihr geöffnet habt. Jetzt werdet ihr sehen, warum der Zorn der verhüllten Magier so gefürchtet ist. Tschüss. Um euch muss ich mich erst kümmern, wenn euer Wunsch ist mein Begehr. Wir das Herz haben. Und das Herz kriegen wir wohl nur draußen. Ich hoffe mal, das Gebiet ist nicht so groß. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie groß es war. Ich weiß sogar gar nicht mal, ob ich die Sphäre überhaupt hier gemacht habe. Muss ich ehrlich zugeben. Oder ob ich es nur mal versucht hatte oder irgendwann verzweifelt bin und keinen Bock mehr hatte. So wie auch das planetare Gefängnis, das ständige von diesen Wurmlöchern verschluckt werden, hat mich irgendwann richtig genervt. So, Yashimo wieder voll geheilt. Ihr müsst eure Gruppe erst. Also ja, für diejenigen, die sich nicht mehr daran erinnern können, das war gerade unser Auftraggeber von den verhüllten Magiern. Scheint von der Größe einigermaßen zu gehen. Teufelchen. Also Imps. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Spürt die Rache ist mein. Und was haben wir hier? Salamander. Ich weiß ja nicht, was ihr so alles vom Leben erwartet. Aber ich als Schwert bin in meinen Wünschen ja ziemlich festgelegt. Ja. Wir sind scheinbar entweder in einer der neuen Höllen gelandet, also in irgendeinem Zwischenbereich. Verzweifelt Sterblicher, denn ihr habt meine Ruhe gestört. Was macht ein Tanari mit Imps? Achso, das sind Feuermifiden. Für die Gefallenen. Ja? Frag nur. Gegen die hilft doch was ganz gut. Stirb, Kreatur. Oder auch nicht, wenn wir es nicht richtig hinkriegen. Tanari attackiert Keldorn. Ja, wen attackiert das Teufelchen? Okay. Wir gucken uns erstmal in der anderen Richtung um, würde ich sagen.
Wollt ihr nicht auch ein bisschen metzeln? Los jetzt, rein ins Blutbad! Weil eigentlich sind Tanari Dämonen und Teufelchen sind Teufel eben, also Bathetsus. Ich bin nicht beunruhigt. Ich bin sicher, dass diese Rückschläge vorübergehender Natur sind. Also ja, im Kampf gegen den Tanari werden wir uns dann ordentlich buffen. Wir haben ja schon eigentlich mal einen Tanari besiegt gehabt. Nämlich den Sklavenwächter im Astralgefängnis. Und soweit ich weiß, in Baldur's Gate 1 der war das Vieh, was diese Kultisten beschworen haben, auch ein Tanari. Also Tanari sind die hauptsächlichste Form von Dämonen, während Batit so die der allgemeine Begriff für Teufel ist. Es gibt noch andere Kategorien von Dämonen halt, zum Beispiel die Spinnenkönigin der Drow gehört zu so einer Unterkategorie. Ja, aber gut. Gucken wir mal, ob wir uns mit dem Tanari anlegen können. Machen wir ein bisschen Overkill daraus. Was kann ich tun? Ist ja nichts Schlimmes dabei. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder zu erwarten. Manus, potent, ich warte auf euren Befehl. Braucht ihr etwas? Den da würde ich ganz zaubern. Ja, jetzt sind wir teilweise so gebufft, dass wir die Charakterporträts nicht mehr sehen. Da ist der Tanari. Das macht Spaß. Ich bin der Beste in dem. Okay, Korrektur, da war ein Tanari. Ich war, wenn es das ist, was ihr wollt. So, zwei sind wir losgeworden. Nummer drei fehlt also noch. In dieser Hölle auf Erden.
Achso, hier ist noch irgendwo was versteckt. Nö. Ja. Das heißt, solange noch ein bisschen was von unserem Schutz übrig ist, sollten wir den auch noch killen.